So, okay. Schauen wir mal nach. Aber auf jeden Fall etwas entspannend, etwas Ruhe hier zu haben. In dem ist noch ein bisschen was drin. Zwei Magazine dafür habe ich auch noch. Also durch normale Gegner shreddet der Mist schon ganz gut durch. Okay, ich bin richtig. Alles klar. Ja, da konnte aber einer was nicht richtig abmessen, wa? Weiß nicht, ob es so sein soll, aber ja, nächstes Mal Lineal benutzen. AOM-Hoodie. Vergessen, dass es hier hin und wieder mal irgendwelche komischen Pullover gibt, die man kann. Einfach diese Coca-Cola-Schleichwerbung überall. Chillig. Ich bin auch das Gefühl nicht los, dass hier gleich irgendwie die Lichter irgendwann ausgehen und hier total im Dunkeln durch die Gegend rennen muss. Weil das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu hell hier, um anständig zu sein. Sieht nach einer Schule aus, wa? Bisschen. Schraubenzieher. Ich kann nichts mehr tragen. Wirklich, was soll ich denn machen? Im Inventarplatz. Echt super, super nervig. Also ich habe hier zumindest einen Schraubenzieher. Das merke ich mir mal. Ich schaue mich aber vorher nochmal um. Weil ich meine, ich habe jetzt zwar diese komische Dreischusswaffe. Ich würde ganz gerne meine Waffen behalten. Weil ich hab ja sonst nichts anderes mehr im Inventar, außer mein Heilzeug. Das behalte ich sowieso. Meine Waffen. Bis jetzt noch nicht irgendwie eine Möglichkeit gab, mehr Inventarplatz zu bekommen, irgendwie, dass man einen Rucksack findet oder so ein Mist. So, echt. Sieht auf jeden Fall Schule aus oder so. Okay, da in dem Raum ist auf jeden Fall ein Schraubenzieher. Damit an. Türen aufmachen. Ah. So ein Schraubenzieher, um das zu öffnen. Da wird höchstwahrscheinlich die Dings drin sein. Was ich machen könnte, wäre, ja, ich glaube, das mache ich auch. Nicht nee, stimmt. Geht ja denn gar nicht. Munitionstechnisch aus, zeig mal her. Hierfür habe ich definitiv mehr Muni. Ah, die ist halt ein bisschen effektiver, weil sie halt direkt drei Schüsse abgibt. Sache ist, wenn ich die Typen mit der Pistole finde, wieder, die rumballern. Da brauche ich ja nur einen Schuss für, wenn ich den in den Kopf schieße. Aber die Sache ist, wenn ich die kille, kriege ich von denen ja wieder eine neue Pistole. Und meine Muni habe ich ja trotzdem noch. Behalte ich ja. Dafür gibt es ja anscheinend irgendwo einen extra Platz in der Welt, wo der Platz unendlich ist. Hier schnell rein, schau dir mal nach. Kann ich die Waffe hier ablegen? Falls ich dann da irgendwie noch mal weiter kann gleich. Deshalb nehme ich auch meine Shotgun raus, wirklich.
Ich werde das Gefühl nicht los, sobald ich diesen dämlichen Schraubenzieher nehme oder irgendwas anderes mache, dass ich, dass die Lichter ausgehen. Dass hier gleich irgendwas passiert. Weil das ist echt seltsam, dass hier alles an ist. Es ist so hell einfach. Das ist komisch. Das gefällt mir nicht. Die ganze Zeit im Spiel alles super dunkel gewesen. Dass manchmal deine dämliche Taschenlampe an deinem Walkman-Handy nichts gebracht hat. Ist wahrscheinlich dann die Sicherung drin sein. Oder? Ah, Gott, Gott! Digga! Ich. Ja, okay. Ich hätte mir ziemlich sicher sein können, dass irgendwas an Lichter ausgeht, wenn ich eine Sicherung rausdrehe. Pierre, einer nachdenken. Ich finde, es macht sich besser, dass ich hier schon wieder nichts sehe. Muss ich denn hin? Was soll ich denn noch wegschmeißen? Ich hab doch keinen Platz mehr. Was soll ich denn wegschmeißen noch? Ist das zum Kotzen? Ich will meine Waffen behalten. Was ist denn los hier? So übel nervig. Classroom Key. Okay. Dann zwingen die mich da jetzt dazu, alle meine dämlichen Waffen abzulegen. Das darf ich auf Krampf irgendwie wieder zum Dunkeln danach suchen. Ah, Gott! Ah, okay, alles klar. Ah, also ein Schuss quasi aus dem Magazin ist ein so ein Bursting. Okay, alles klar. Wow, es hat's vollgebracht gerade. Besonders jetzt bin ich wieder in dem Raum drin gewesen, wo die Tür sowieso kaputt gegangen ist. Ach, hier der Notausgang, ne? Locker. Oh, nicht. Nein, ich will nicht droppen. Hier, na, it says Classroom on attack. Oh ja, super. Ist ja nicht so, dass hier 20.000 Klassenzimmer sind, wirklich. Hä?
Weil ich hier auf Krampf irgendwie. Den dämlichen Schlüssel an jeder scheiß Tür verwenden, oder wie? Jetzt bin ich schon wieder reingegangen, super. Ich verstehe es nicht. Wo ist denn dieser Schlüssel? Ey, dieses Rumgetrommel im Hintergrund. Hier vielleicht. Ich verstehe es nicht. Blind, blöd oder beides? Falsche Tür. Also mal wieder das Intelligenteste von allem, durch die Tür durchzugehen, durch die man gerade reingekommen ist. Boah, how to Muni verschwenden, wer kennt's nicht? Versteh's nicht, wirklich. Was ist denn hier los? Jetzt nicht unbedingt nach dem Klassenzimmer aus, aber gut, versucht was wäre. Ah, okay. Nein, hä? Also die einzige Tür, die irgendwie verschlossen ist. Und ich komme da nicht durch. Egal. Hä? Wenigstens sind hier keine Gegner mehr, ey, wo ich mir in die Hosen scheißen muss. So, ich gehe jetzt mal komplett alle Dinger durch. Mal gucken, ob hier irgendwo eine Tür ist. Wo steht, dass sie verschlossen ist. Ja, immer nur, ja, die bewegt sich nie. Ah, hier. Lockt. Hier gehe ich mir gleich mein Scharfschützengewehr wiederholen. Ich auf einmal dann so entschieden, dass Ruhe ist. Ist jetzt Mittagsruhe bei den Dämonen oder? Schau ich gerade in der Pause, die Jungs. Die stören, ne? Muss ich ja mein Scharfschützengewehr wiederholen, ne? Puh, mein Steißbein weh. Ah, ergonomisch geformter Stuhl hier.
warum muss ich als Teenager irgendein Schwachmat gewesen sein, der sich mit Leuten oder Freunden wegen irgendwelchen Mist prügelt, sich irgendwas bricht. Wäre ich doch nur ruhiger gewesen, dann wäre mein Steißbein noch in Ordnung. So. Rip Arsch, man. Okay, jetzt ist aber mal die Frage, wenn ich zurück muss in Richtung U-Bahn, muss ich auch in die Richtung von dem Kettensägentypen wieder? Das ist die Frage, ist er despawned? Oder ist er weg? Oder ist er noch da? Das würde mich mal echt interessieren, weil... Weil wenn er noch da sein sollte, dann muss ich mit der... Er muss sich ja irgendwie an ihm vorbei. Ich gehe mal auch davon aus, dass er irgendwie sicherlich nochmal ein Bossgegner sein wird. Weil ich habe bis jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit... Ich habe 1000 Mal auf den raufgeballert. Ich habe so viel Muni schon an ihm verschwendet gehabt. Okay, ich glaube nicht, dass jetzt noch irgendwas gerade in dem Moment passieren wird. Also erfahrungsgemäß immer, wenn irgendwelche etwas ruhigere Musik kommt, heißt das, Bruder, du hast eine Verschnaufpause. Ich halt mich drauf verlassen, das ist halt dieser... Das scheint mir auf jeden Fall so... Somit wäre meine Frage zu dem Kettensägen-Typi beantwortet. Er ist also noch da. Shotgun-Muni habe ich auch keine mehr. Speichern kann ich auch nicht. Er ist nicht hier. Er ist woanders, okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, aber die Musik läuft noch. Ja, so. Nimm ich. Aber er hat sich auf jeden Fall schon mal mit seinem Rumgestöhne angekündigt. Also weiß ich schon mal, er wird definitiv wiederkommen. Ach, okay. Verschnaufpause zu Ende. Ah, Gott, Digga. Wow. Nicht gelohnt, wirklich. Absolut. Ich vermisse meine alte Pistole. Hello, motherfuckers. Speichern. Vorsichtshalber, man. Sicher, sicher. Ich
bin ja immer so ein bisschen paranoid, wirklich, seitdem ich weiß, dass die Gegner trotzdem hin und wieder mal kommen. Seit meiner die Rolltreppe funktioniert? Funktionierende Rolltreppe. Bisschen entspannen hier, wa? Was so, ey, das war so spannend. Ich glaube, ich mach's gleich nochmal. Super. Sonst so? Ein bisschen Rolltreppe fahren? Chillig, Junge. Bin ich entspannt. So. Sicherung. Ein. Tür. Auf. Da war ich. So. Das, wenn ich eins in Spielen nicht mag, sind es U-Bahnhöfe. Ja, krieg ich Lost in Vivos Flashbacks. Geh nach Reach Hanson Square um Saxon. Oder Saxon Avenue. Fuck off! Fucking kommt! The door is broken. Okay. Mal speichern. Hier natürlich. Und mal gucken, was liegt denn hier für Muni? VP-70 Muni, nehme ich. Wenn er mir jetzt normale Pistolenmuni gegeben hätte, hätte ich ihn geboxt, wirklich. Hallo! Ja, leider habe ich keinen Voice Changer drin, sonst hätte ich jetzt so voll den Hall reingehauen. So. Bisschen für die Immersion und so. Sieht irgendwas fleischig an? War nicht Steak fleischig, sondern. Irgendein Blob krabbelt da durch die Gegend fleischig. Hey, hier durch, Junge. Brauche ich eine Fahrkarte oder was? Ah, Digga, scheiße! Oh, ja. Nein, Muni verschwendet, ich Trottel. Ich hasse es wirklich. Ich verpeil das voll oft, dass ich das Magazin wechsle, die Munition da drin. Nun ja. Welches? Ach, du bist es. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Also siehst du also von unten aus. Ist klar. Nicht wirklich schöner? Gott, die Eltern von dir will ich nicht sehen, ey, wenn du so aussiehst. Der Typ sieht ein bisschen aus wie der Typ, mit dem ich durch die Gegend laufe. Toilettenwerbung? Das fragt sich. Das denke ich mir auch gerade so. Hä? Warum? TV. The tires, good steering. Good quality. Better. Better vielleicht? Rescue to depression. Okay. Und wenn ich so eine Sachen sehe, immer wieder so eine. Keine Ahnung, so Depressionshilfe und so ein Scheiß. Bike and Barely Play. Sowas hier. Remember AIDS ist da. Naughty Girls for All. So, wenn ich sowas, so eine Singer sehe, dann so denke ich mir immer mehr so. Das ist, alles hier ist in dem Kopf von dem komischen Spieler. Ah, die Rolltreppe wieder, Junge. Hui! Hui! Ja. Rolltreppen gegen Depressionen, wa? Dankt mir später dafür.
So. Electric Lock. Was mir auch definitiv nicht gefällt, ist, dass hier bestimmt auch irgendwann das Licht ausgehen wird. Absolut keinen Bock, hier im Dunkeln durch die Gegend zu rennen. Was haben wir denn hier? Soll ich nicht lesen? Kaninchen? War ich im Arsch? Das Blöde ist, mir geht aber auch langsam die Munition aus. Ich hab mal, ja, ein bisschen Sniper-Muni. One-shottet eben halt alles. Ich hab sowieso nichts zum Nachladen, also kann ich. Oh Gott, Digga! Ah, The Ring, Junge! Man kann die töten? Man kann die töten? Wo ging das denn vorher nicht? Okay. Ach, sag mir jetzt nicht, dass es zeitlich begrenzt. Oh, fuck off. Okay, zumindest weiß ich jetzt, wo ich lang muss. Guck mal. Also ich muss mich beeilen, also gibt es ein Zeitfenster. Der ist super nervig. Irgendwie schauen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ne? Lauf, 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 lauf. Hinne. So kein. Achtung, Akku schwach. Oh na super, mein Akku ist fast leer. Was soll ich denn da machen? Aufladen oder was? Okay, die Bahn.
Das eine Ding, das wird wahrscheinlich die Dings, die andere Tür aufmachen. Oh, ich glaube, das tut weh. Das ist einfach die Gesichter da dran, so. Haha, egal. Echt komisches System, Ich hab den gar nicht gesehen. So. Ich sehe sowieso nicht, was das darstellen soll. Du hast irgendwie so Krankenschwester, irgendwelche schwebenden Krankenbetten, irgendwelche kleinen mutierten Kinder. Digga. Ach, du bist es. Okay. Sollte ich mich mit dem einen da anlegen, so? Bringt mir eh nichts. Verschwendete Muni. Was war denn hier? Leers, okay. Das gefällt mir absolut nicht. Null. Dass ich jetzt nur so ein paar Flares bekomme. Ich hab meine Taschenlampe. Akku ist halt fast leer. Sau. Jeet. Okay. Das Ding wird sich definitiv bewegen. Also klar. Gerade eben gespeichert, war vor kurzem. Es war so klar, dass irgendwo ein Zug kommt. Volltrottel, renn da noch rein. Okay, ja, ich hol mir nur das eine Magazin und dann. Sala. Also es ist zwar nicht der richtige Zug gewesen, aber es ist ein Zug gewesen. War ich halbwegs richtig, wa? No. Nimm ich mit. Hol ich mir einmal die Munition, die da rumliegt.
Alles andere wäre schwachsinnig, wirklich so. Ob ich mich da jetzt nochmal überfahren lasse, wie so ein Trottel. Das sieht doch schon wieder nach eher weniger Spaß aus, ne? Sollte mich echt beeilen. Weil ich... Ich kann ja auch nichts kaputt machen oder so. Das ist ja das Problem gerade. Wie lange halten die denn? 60 Sekunden sind die ganz schön lange. Okay. Ist doch nichts mehr. Also 60 Sekunden sind echt lange. Nichts. Wieder nach unten, ne? Ah, hier lang, okay.